Heute habe ich mal wieder einen Drogerie-Haul für euch. Hallo ihr Lieben, ich war mal wieder bei DM und habe ein paar Sachen gekauft und wollte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich dort gekauft habe. Wenn ihr eine Review zu Sachen sehen wollt, zum Beispiel diese 10-Produkte-Review, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann zeige ich euch, wie ich die Produkte finde, die einzelnen Sachen, wenn ich sie ausgiebig getestet habe. Schaut auch unbedingt mal bei Kira Lamare vorbei. Ich verlinke euch das Video von ihr sowohl am Ende des Videos als auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen, denn sie hat heute auch einen Drogerie-Haul mit veganer und tierversuchsfreier Kosmetik hochgeladen. Ich sag kurz mal vorweg, ich bin erkältet. Deswegen ist meine Stimme so tief. Und deswegen kommt das Video jetzt leider auch einen Tag später erst, weil gestern war mit mir nichts mehr anzufangen. Und deswegen fange ich jetzt aber einfach mal an mit den Sachen, bevor mir die Stimme komplett flöten geht. Erstmal kurz zwei eher unspektakulärere Sachen. Einmal von Denk mit der Hygienespüle und das Granatapfel-Waschmittel von Frosch. Sachen, die ich immer wieder nachkaufe, weil vor allem bei Sportsachen bietet sich so eine Hygienespüle an, damit die Bakterien dann auch wirklich weg sind. Und ich mag das Waschmittel hier von Frosch in Granatapfel wirklich sehr gerne. Die Wäsche riecht schön frisch davon. Bin ich sehr zufrieden mit und ja, natürlich eben auch vegan. Das nochmal vorweg für die Leute, die jetzt nicht unbedingt meinen Kanal abonniert haben. Alle Sachen, die ich hier zeige, sind vegan und tierversuchsfrei. Und ja, jetzt fange ich dann auch schon an mit den ganzen Beauty-Produkten. Als allererstes wäre dann da der zarte Reinigungsschaum von Balea. Ich war sehr neugierig, den habe ich teilweise in einigen YouTube-Videos gesehen und dachte mir, okay, der ist vegan, den möchte ich gerne mal ausprobieren. Und ich habe von Balea dieses Ölfluid, was ich auch sehr angenehm auf der Haut finde. Und da wollte ich auch mal schauen, ob das wirklich auch so sanft auf der Haut ist, weil so viel Reibung und so tut meine Haut auch nicht so wirklich gut. Und deswegen habe ich das mal mitgebracht, ist auch nicht teuer. Die Preise verlinke ich euch übrigens alle in der Videobeschreibung. Dann standardmäßig zum Einkauf, wenn er leer geht, ist mein Nagellackentferner. Denn gestern ist mir mein liebster Nagellack runtergefallen. Das sah künstlerisch aus, war aber nicht spaßig wegzumachen. Dabei ist ungefähr eine halbe Flasche Nagellackentferner draufgegangen, um das irgendwie wieder sauber zu kriegen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Deswegen musste ein neuer Nagellackentferner her. Der funktioniert gut, der kriegt auch diese Sandnagellacke und so alles ab. Also ja, bei dem bin ich sehr zufrieden, deswegen kaufe ich den auch immer wieder nach. Ja, aufgrund des kaputten Nagellacks habe ich ja den Nagellackentferner gekauft und musste natürlich einen matten schwarzen Nagellack nachkaufen. Leider gab es den Leather Matte Polish von P2 nicht mehr. Der wurde irgendwie aus dem Sortiment genommen, warum auch immer. Und deswegen habe ich jetzt von Essence diesen Effekt Nail Polish Latex Matte gekauft und bin mal gespannt, ob der auch genauso schnell trocknet und mich genauso zufriedenstellt. Essence macht ja keine Tierversuche und ich habe jetzt in Herstoff nicht sehen können, was irgendwie tierisch sein könnte. Deswegen probiere ich den mal aus, weil es ja leider den von P2 nicht mehr gibt. Momentan, wenn ich nicht geschminkt bin, ist mein Gesicht super rot. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein bisschen Sonnenbrand habe oder einfach durch die Erkältung, wie auch immer. Ich dachte mir aber, so Hautunreinheiten könnte man mal versuchen auszugleichen mit so einer Anti-Red Base. Die habe ich, glaube ich, bei Ira Vampira schon mal gesehen. Und das ist eben eine grüne Base, weil grün und rot neutralisieren sich eben gegenseitig. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr was Rotes auf eure Augenringe gibt, dann neutralisiert sich das mit dem blauen, grünen von euren Augenringen. Wenn ihr ein rotes Gesicht habt und was Grünes drauf gibt, neutralisiert sich das. Und das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist eben eine Base, die man unter das Make-up aufträgt. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das denn so funktioniert. Dann wollte ich ein bisschen mehr auf meine Handpflege achten. Und ich achte eigentlich schon relativ auf meine Nägel, dass die immer halbwegs gepflegt aussehen. Außer jetzt beim Festival, da war das eine Katastrophe. Aber dann habe ich in meinem Internet geguckt, ich gucke normalerweise immer auf der DM-Seite vorher, was ich so kaufen könnte und was interessant sein könnte und ob es vegan ist. Und auch wenn der Name sich so gar nicht vegan anhört, und zwar Milchserum, also Milchserum, ist es ja auch vegan und das ist auf Basis von Arganöl. Und das ist tatsächlich auch die zweite Zutat, beziehungsweise der zweite Inhaltsstoff und ist wohl gedacht für sehr trockene Haut und ja, es ist eben eine Handpflege und da bin ich mal gespannt, ob das gut ist, weil ich bin für Handcreme meistens zu faul und Handcreme finde ich nicht ganz so pflegend und deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren, weil so ein Serum ist ja meistens auch reichhaltiger als eine Handcreme. Falls ihr euch das Video über schon fragt, was trägt sich für ein Nagellack, es ist der hier, das ist der Metal Reflection Nummer 60 Pink Electro, den habe ich auch gestern gekauft und ja, da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist ein pinker Nagellack von dieser neuen Metal Reflection Serie von P2. Finde ich sehr schön. Der glänzt sehr, sehr schön. Ich habe davon bisher, glaube ich, eine graue und so eine grünliche Variante von dem Metal Reflection. Und ja, den finde ich auf jeden Fall. Erster Eindruck ganz gut. Zur Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen. Habe ich gerade eben erst aufgetragen. Dann wollte ich ein anderes Prime-Produkt für mein Gesicht noch ausprobieren. Und zwar das Perfect Face Refine and Prime. Und ich sehe gerade, da hat schon jemand mit seiner Hand drüber gewischt. Egal, desinfiziere ich mit Alkohol. Ja, es ist ebenfalls eine Base, die ihr unter euer Make-up eben auftragen könnt.
beziehungsweise auch komplett, um das Make-up wegzulassen, denn es kaschiert Poren und Hautunebenheiten, mattiert und haftet angeblich lang. Bin ich gespannt drauf, ob das so klappt, weil ich möchte nicht immer mega viel Make-up tragen, sondern dann lieber ein glattes Gesicht so und dann nur so ein bisschen Concealer auf die roten Stellen oder so oder eben so eine grüne Base. War einfach neugierig auf das Produkt und habe es dann mal mitgenommen. Nicht gestern gekauft, aber beim Festival, und das habe ich euch aber auch noch nicht gezeigt, ist der 100% Black Easy Liner von P2. Und ich muss ehrlich sagen, den finde ich sehr, sehr gut. Der ist zwar nicht extra, ist wasserfest deklariert, aber ich finde, der hält sehr gut. Man kann sehr präzise Linien zeichnen. Die Form des Gummibürstchens, dieses Gummistiftes, ist wirklich perfekt für alle möglichen Arten, für Wings, für ganz dünne Eyeliner-Striche. Ich trage ihn jetzt auch gerade für dickere Eyeliner und... ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt. Auch gut entfernen lässt es sich am Ende, also wenn man sich abends abschminkt. Scheint sehr, sehr viel Inhalt drin zu sein, weil man hat halt hier dieses Bürstchen und hier dieses, ja, diese Flüssigkeit, die schwarze Flüssigkeit. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich als ersten Eindruck auf jeden Fall so empfehlen und im Langzeittest wird sich das sicherlich auch noch ergeben. Das letzte Produkt, und da wurde ich wieder durch eine Beauty-YouTuberin, und zwar X Karenina, angefixt, war der Beauty-Effekt Hyaluron Booster 3D-Effekt. Ist eigentlich noch nicht geeignet für mein Alter, sondern glaube ich eher schon für etwas reifere Haut, so wie ich das verstanden habe. Aber ich war trotzdem neugierig davon, denn das soll ja praktisch die Haut so ein bisschen wieder befeuchten und voller machen, vor allem bei müder Haut und so. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Da hat sie mich erfolgreich angefixt. Ja, dieser Hyaluron Booster. Sieht sehr interessant aus, diese Verpackung. Ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Wenn ihr dazu eine genaue Review haben wollt, dann sagt einfach mal Bescheid. Das waren soweit auch schon die Produkte, die ich gekauft habe. Die Kira Lamare hat übrigens auch einen Drogerie-Haul heute hochgeladen. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, denn sie hat auch vegane und tierversuchsfreie Produkte gekauft. Vielleicht ist ja auch wieder die ein oder andere Inspiration dabei. Ich verlinke es euch hier auf der Seite. Da könnt ihr mal vorbeischauen unbedingt, wenn ihr interessiert seid an mehr veganen und tierversuchsfreien Produkten. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und genießt das Wetter. Es soll ja heute sehr, sehr, sehr warm sein. Ich war noch nicht draußen, aber genießt es auf jeden Fall noch, genießt euren Abend. Alle sozialen Netzwerke habe ich unten in die Infobox gepackt. Ich probiere das jetzt mit diesen Infokarten einfach mal aus. Unter dem Video von Kira Lamare verlinke ich euch noch meinen letzten Beauty Haul. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.